Hakuna, meine Freunde, und ein herzlich willkommen in einer weiteren Folge The Forest. Und warum Kefir eine Rüstung aus Menschen- oder Mutantenteilen trägt, das erfahrt ihr nur, wenn ihr in der letzten Folge bei Gelb einschaltet oder jetzt mal schnell rübergeht. So, wir sind hier in der Höhle. Es war so spannend, wir haben unseren ersten Mutanten geklatscht und so vieles erlebt. Ich habe nur noch eine Flare, die sollte man für den Notfall aufheben. Ja, wir haben hier in der letzten Folge noch ein Seil gefunden, da würde ich mal gerne nach oben zwirbeln. Ja. Und wir sind aber immer noch auf der Suche nach wertvollen Gegenständen. Okay, lass uns hochgehen. Ich habe leider keine Uhren. Ich brauche Uhren, Marvin, um was weiterzumachen. Also, eigentlich wollen wir ja vieles finden. Wir wollen das Katana finden, wir wollen die Kettensäge finden, wir wollen... Stimmt, da gab es ja noch alles mehr. ...alles Mögliche finden. Es ist einfach nur zu geil, Leute. Ich hoffe, ihr feiert das Projekt genauso wie wir. Und ja, ihr habt recht in den Kommentaren. Sämtlicher Skill ist weg. Und auch jegliches Wissen. Okay, es kann sein, dass wir hier wirklich komplett nach draußen kommen. Aber das wäre witzig zu wissen, weil wir haben ja auch die Karte und sehen dann, wo das ist. Okay, doch nicht? Ja, ich glaube, man kommt ja ganz nach draußen, oder? Doch, das sieht so aus. Ja, meinst du? Ja. Geht es hier nach draußen? Oh, es ist dunkel draußen, deswegen habe ich das nicht gesehen. Hallo? Ja. Oh mein Gott, ist das dunkel. Können wir hier irgendwas sehen? Also die Karte haben wir in der letzten Folge gefunden. Aber ich finde die so ein bisschen nichtssagend, leider. Die ist super, super klein. Aber wenigstens weiß man jetzt, wo man ist. Mein Gott, sehr schön. Hier sind ganz, ganz viele Wildrosen, Wildkräuter. Die müssen wir einsammeln. Keine Ahnung, wo du die siehst. Hier, direkt vor mir zum Beispiel. Hier. Ach, da. Das musst du einsammeln. Nicht der Busch. Hier am Boden. Das hier. Was hier? Ich sehe nichts. Ach, hast du da nichts? Ich habe da Ringelblume. Ah nee, die waren bei mir an anderen Bäumen. Die sind, glaube ich, mal so bei jedem. Okay, weil wir können nämlich aus diesen Kräutern können wir schöne Booster machen. Hier zum Beispiel, daraus könnte man eine Gesundheitsmischung machen. Machen wir mal eben. Putz. Was hast du denn jetzt? Dann hast du Blümchen und... Oh. Nee, da fehlen mir noch welche. Dann Aloe ich Vera noch nicht... fehlt dir für Gesundheit. Das ist immer so. Aloe Vera und die? Ach, dann habe ich es doch schon. Hier, Gesundheitsmischung, jawoll! Ja, mir fehlt noch mehr. Marvin, wir haben uns wieder verlaufen. Wo ist... Stimmt. Wo ist der Eingang zur Höhle? Können wir ja eigentlich auf der Karte nachschauen, oder? Was ist los? Oh, auf dem Weg, auf der Suche nach der Höhle, hier sind Leute! Ja, hau ab da, los! Wir müssen wieder in die Höhle rein! Oh mein Gott, ja, ich hab sie auch gerade gesehen. Ich weiß es nicht! Irgendwo... Auf dieser Lichtung war das. Hier! Bin weg! Die haben mich sogar noch einmal gehittet, Alter. Ist hier jetzt wieder was Neues? Wir waren ja lange nicht mehr hier. Ich bin einer von euch. Ich hab eine Mutantenrüstung. Ich höre hier was? Oh, ja, ich auch. Ich muss erstmal was essen. Erstmal einen Schokoriegel. Ich auch. Das war lecker. Noch irgendwas? Nee, das reicht erstmal. Hallo? Sind da wieder neue Babys? Okay, wir müssen zurück. Wir hatten ja eine Abzweigung genommen. Ja. Oh. Irgendwo hier hinten. Oh, oh. Hast du jetzt schon eine Uhr gefunden? Nee. Wir brauchen nur noch eine Uhr. Dann können wir nämlich C4 guck mal, wir herstellen. Sind diesen Gang hier runtergegangen. Ich erinnere mich. Genau, wir müssen, glaube ich, gleich nach rechts, oder? Ja, genau. Nee, da war noch so ein Spalt. Ja. Wo sind wir hier? Ah, okay. Oh, da gehen wir... Zeig nochmal deine Rüstung, Kev. Ich finde, das sieht einfach zu geil aus. Hallo? Warte. Ich wusste auch gar nicht, dass ich eine Frau bin. Einfach. Du bist keine Frau. War eine Frau, aber bei dir in der Folge nicht. Echt? Du bist wie immer Jeffrey. Genau, hier waren wir. Und jetzt, glaube ich, genau, nach rechts. Genau, da sind wir hergekommen. Hier müssen wir lang. Genau. Einmal gegenhauen. Was da? Guck den Weg an. Marvin. Oh, hau das Ding kaputt. Durch da. Schnell durch. Ein Foto. Hier ist nichts. Achso, doch, ein Foto. Ich will das einsammeln. Geht nicht. Ich kann sie einsammeln. Auch nicht. Warum nicht? Das ist ja fies. Ah, schade. Hier ist noch ein Foto. Geht das vielleicht? Nee, auch nicht. Da war nichts. Das war doch voll versteckt. Kannst du mir doch nicht erzählen. Kev, wo bist du? Nee, okay. Rechts da lang. Gehen wir hier weiter runter, ja? Okay, einmal ducken. Ich glaube, hier sind wir hergekommen, oder? Wenn ich auf der Karte gucke.
Nee, ich glaube nicht. Ja, doch, doch, genau, genau. Und jetzt müssen wir rechts gehen. Alter, diese Fledermaus. Stimmt, hier waren wir doch. Ich hau hier einmal gegen. Ich hab den Robokopf auch bekommen. Oh, Cash! Digga, einfach mal gegen die komischen Füße hauen, dann kommt da richtig viel Cash raus. Hier gehen wir richtig? Ich schau nochmal kurz auf die Karte. Das ist ein neuer Weg halt. Okay, ja, die Lampe zeigt es auf jeden Fall schon mal sehr gut. Kicker! Wow! Chris. In dein Gesicht! Oh, noch mehr! Putz! Putz! Noch mehr! Oh mein Gott, ich bin weg hier! Mehr. Nein! Brennen Sie! Mama! Ich bin stuck! Oh mein Gott, was ist das für ein Geräusch? Skarr! Hier, die brennen. Ja, das haben wir geschafft. Er ist auch verbrannt. Er wird jetzt auch verbrennen. Der Molotov-Cocktail brennt, Marvin. Wo soll er hin? Ja, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Alles safe. Digga, der ist ja schon hardcore verbrannt. Okay, er ist tot. Sicher? Hallo? Hallo? Okay. Ja, wir sind safe. Was ist hier im Loch? Nichts. Ich glaube, da kann man reintauchen. Stimmt. Brauchen wir erstmal die Taucherrüstung. Digga, was ist hier? Alter, was man hier alles findet. Okay, ich komme erstmal zu dir. Ich habe schon wieder Hunger. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin blutüber... Achso, übelst viel. Ich bin blutüberströmt. Ich muss so kurz duschen gehen. Ah, so. Oh, okay. Jetzt geht's mir wieder gut. Und ich muss was essen wieder. So. Da bist du. Ja, oh wollen wir nicht erstmal hier hoch? Mehrere Wege. Hm, hier gibt es richtig viele Wege jetzt. Wir gehen erstmal hier hoch. Gibt es noch einen Weg nach oben? Okay, ich will nur ein bisschen so mal hier, mal da gucken. Ja. Ohne jetzt gleich den großen Raum zu verlieren. Was ist das denn bitte? Eine Spraydose? Habe ich schon eine Spraydose? Was ist das denn hier? Haarspray? Mit Feuerzeug verwenden? Was? Wie? Wie geil ist das denn? Eisgeil Haarspray. Okay. Oh, hier ist ein Bild. Oh, was ist hier oben? Timmy hat einen Biber gefangen. Okay, ich komme erstmal wieder zurück. Aber gut, wir haben jetzt erstmal Haarspray gefunden. Oh, oh. Geh wieder an. Bin über dir, Junge. Alles. Kev, vielleicht auch für dich. Unter dem Bogen hast du Haarspray, wenn du es schon eingesammelt hast. Ich glaube, ich müsste alles ein. Wo findest du das denn im Inventar? Ja, unter dem Bogen. Ach doch, hab ich. Ja, okay. War ich ja gerade eben. So, einmal hoch hier. Die sind weit. Oh mein Gott. Was hast du gefunden? Muss man das hier wegspringen? Hallo? Ich muss hier erstmal die Gegend abchecken. Ist das hier ein Loch zum Sprengen, Marvin? Das sieht mir so aus, ne? Aber eigentlich müsste da ja stehen, wenn man es sprengen soll, ne? Mach es einfach. Okay, ich spring, Marvin, guck her. Ich springe das jetzt nach vorne. Los, mach es! Oh, hier ist noch Alkohol. Alkohol nehmen wir mit! Ja. Und? Ah, schade. Aber das war ziemlich laut. Nicht, dass wir jetzt irgendwelche Mutanten angelockt haben. Oh, und hier ganz viele Molotow-Cocktails machen. Ja, mache ich jetzt auch wieder. So. Machen wir einige. Oh ja, das wird eine Gaudi. So, wir haben alle durch. Vielleicht kann ich ja noch mehr craften. Oh, hier ist noch mehr Alkohol. Nice. Ja, ich kann schon nichts mehr tragen und nichts mehr craften. Echt okay, nicht? Okay, Junge. Nee, ich habe schon so viel Molotovs, ich kann nicht mehr. Oh, dann läuft bei dir. Oh, ich kann auch nicht mehr, ja. Dann sammle ich hier nochmal alles ein, was geht. Wo sind wir hier? Habe ich den richtigen Weg genommen? Ja, genau. Ja? Hier ist der richtige Weg, hier sind wir wieder in einer großen Höhle. Was haben wir hier? Oh, Kev, hast du das hier gefunden? Achso, die Zeichnung von Timmy hast du gefunden, ne? Ja, genau, da wo ein Biber fängt, ne? Ja, oder was auch immer das ist. Hier unten? Was ist denn hier? Alter, ist das hier laut in der Höhle. Oh, ja, hier konnte ich auch lang gehen. Okay, hier war ich auch schon. Gehen wir mal wieder zu Kev. Über Stock und über Stein. Oh ja, hier ist richtig laut. Ja, warte mal auf mich, Kev. Warten Sie auf mich. Ist dunkel. Ich warte auf dich. Wo bist du? Oh, hier könnte man auch lang gehen, glaube ich. Oh, was haben wir denn hier? Viele Wege. Ich laufe hier gerade extra so ein bisschen rum. Ja. Um die Map auszufüllen. Achso, okay. Ja, mach das mal. Wenn man die Ecken nämlich langläuft, dann, Okay.
Hier scheint wirklich nichts mehr zu sein. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Irgendwo unter Wasser. Irgendwo ist ein Loch. Und da gehen wir rein. Da gehen wir rein? Echt? Klar. Ohne Taucherrüstung? Oh oh. Oh oh. Alter, ist das laut, Junge. Wieder zurück. Kev, wo bist du? Digga, ich hab schon... Oh mein Gott, never. Das ist so tief. Ich hab schon wieder Durst und Hunger. Irgendwas stimmt hier unten nicht. Alter, Marvin. Das können wir nicht machen. Wenn du da unten... Oh mein... Nee. Das geht nicht, Kev. Wenn du ganz unten an den Boden kommst, ist das tief. Da werden wir sterben. Das geht nicht. Gut. Alter, ist das tief. Okay, wir müssen anderer Weg hin in der Höhle. Ja. Hier sind wir gerade. Du willst da lang gehen? Waren wir hier schon? Guck mal auf die Karte, weil guck mal, diesen Weg haben wir schon abgeschlossen. Da gibt's kein mehr. Wir müssen zurück. Ja, hier geht's also wirklich nicht hier weiter. Hier entlang. Genau. Da willst du lang, okay. Machen wir die Karte nochmal kurz weg. Genau, hier haben wir die ganzen Mutanten umgebracht. Hier sind wir reingekommen. So. Genau, können wir jetzt rechts? Können wir jetzt rechts hier irgendwo? Nee, es gibt keinen rechten Weg. Geht's hier nicht weiter? Was? Ah nee, die überkreuzen sich. Hm. Ich schau auch kurz. Nee, dann müssen wir wieder zurück in den Baby-Moloch und da weiter. Also, was steht denn da eigentlich? Baby Cave. Ach, da steht sogar Baby Cave. Es hat sogar den Namen Baby Cave. Okay. Kev ist der Scouter, er rennt immer vor. Genau, hier kommen wir jetzt rein und links sind wir noch nicht gegangen, weil wir uns davor nach rechts entschieden hatten. Gut, dann machen wir das. Hier waren wir noch nicht. Oh, hier sind überall Hände. Genau, hier sind wir nicht lang gegangen. Hier ist jetzt neu. Ja, holen wir erstmal ein bisschen Stoff. Hallo. Wir haben gerade ziemlich viel verbraucht. Mama? Haben wir nicht auch eine Taschenlampe? Nee, haben wir nicht. Ich glaube, die muss man erst einsammeln mit Batterien, Marvin. Ja, und finden. Ach, hier ist ein Ausgang! Genau, waren wir hier nicht schon mal? Das kommt irgendwie... Da ist ein Ausgang, okay, nee, wir haben mehrere Wege genommen. Hier waren wir schon mal. Genau, hier ist dieser Schlitz, da waren wir auch schon. Ja, dann gibt es in der Höhle vielleicht einfach nicht viel zu finden. Schade. Wenn wir hier nach unten gehen... Genau, dann sollten wir jetzt demnächst wieder zu diesem riesen Seil kommen, wo wir uns dann hochrappeln. Oh, das ist riesig hier. Warte mal, da schaue ich auch nochmal kurz. Ja, das ist mega riesig. Oh. Geht's hier noch weiter? Das ist hier doch ein anderer See, den kennen wir gar nicht mal. Den kennen wir wirklich nicht. Schauen wir, ob da irgendwas ist. Hier kann man durchtauchen, Marvin, oder? Warte, ich schaue es mir an. Oder bin ich... Nee, hier waren wir schon mal. Ja, auf der Karte ist für mich aber anders. Also hier waren wir auf jeden Fall schon. Gut, dann lass uns mal wieder... Genau, hier ist nämlich wieder dieses riesen Taucherloch, wo wir nicht reingehen wollten. Hier unter uns. Das ist ja voll verwirrend, Alter. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder aus dieser Höhle raus. Und dann suchen wir demnächst mal eine bessere. Oder vielleicht einfach... Eine, oh ne, hier oben geht's auch nicht weiter. Eine, wo man vielleicht noch mehr findet. Ist das hier Baby Cave? Warte, ich schau mal kurz. Nee. Oh mein Gott! Hier waren wir noch nicht, ne? Wollen wir hier hoch zu den Gegnern oder was? Oh, oh, okay. Jetzt wird's gefährlich, mein Lieber. Hier waren wir noch nicht. Ein bisschen scouten. Genau, doppeltes Licht ist gar nicht so schlecht. Was auch immer das ist, mitnehmen. Was ist hier denn los? Ein Kompass! Der hat einen Kompass hier. Das war das allererste, wo wir waren. Echt? Boah, hast du mir Angst gemacht, ja. Okay. Aber wo sind wir hier? Ich kenne das noch nicht. Ich habe hier einen Kompass eingesammelt. Ah, okay. Hier müssen wir jetzt hoch. Hier bei der Kompass lag nämlich bei der Karte. Ist irgendwas unter mir? Hier irgendwas? Oh, ich will nur noch nach oben. Weg, Junge. Ciao. Ja, ich will auch weg. Ciao. Oh, schon wieder hell. Wow, hier stehen hier vorne oben. Die haben irgendwas aufgebaut. Was soll das? Molotow. Mach sie platt. Los, brenn. Guck mal, die haben hier eiskalt was hingebaut. Machen wir kaputt. Den Scheiß. Oh, können wir gar nicht kaputt machen. Ja, ich bin weg, ne? Ciao. Oh, oh. Oh oh. Plan B, everyone! Ich hab keine Pfeile mehr! Plan B! Plan B! Komm hier!
Plan B! Plan B, zurück in die Hölle, Junge! Nein! Warum hast du mich denn angezündet? Marvin! Mehr! Marvin! Los! Lock sie her, los! Marvin, geh da weg! Lost. Geh da weg! Geh da weg! Junge, die ist doch schon tot! Die ist doch schon tot! Oh, dann dir. Im Wald sind noch mehr. Ja, oh, oh, hier geht's ja, echt zur Sache. Wir uns vor. Hier sind ziemlich viele. Ich bin erstmal weg. Ciao! Ach du Scheiße, Marvin, ich bin lost! Help me oder ich bin tot! Was? Dein Ernst? Ich muss Metz nehmen! Oh mein Gott! Oh! Oh, nochmal! Dynamit! Los! Hof! Und jetzt? Ja, und Piñata! Boah, unser letzter Kollege läuft weg. Der Molotow ist schon heiß. Komm zurück, Alter. Okay, los, warte, ich muss noch was necken. Komm zurück an die Mutter. Ey, der läuft weg, der Lappen. Ja, lass ihn. Nee. Ich hol ganz schnell wieder Dynamit. Und dann hauen wir ab. Oh, hier sind immer noch Leute. Lady, was ist denn los? Nein, ich hab ihn über ihn rüber geworfen. Ich will doch keine Frauen schlagen. Stirb! Komm's! Na, wie komm zurück! Schmeckt das, hä? Oh mein Gott, die knallt mich richtig hart. Boot! Brauche Ausdauer! Oh! Sie lebt noch, oder? Jetzt nicht mehr! Sie lebt immer noch! Alter, wir haben dieses Dorf sowas von zerschnetzelt. Jetzt noch schnell Dynamit finden und dann abhauen. Dann nebenbei noch ein paar Getränke auffüllen. Und dann zurück. Oh mein Gott, das war ein Abenteuer. Oh nein, hier ist alles weg. Hier ist kein Dynamit mehr. Was machen wir jetzt? Einfach so abhauen, ja, ne? Ja. Okay. Ab nach Hause erstmal, ne? Was haben wir hier? Oh, Electronics. Müssen. Gut. Dann gehen wir nach Hause jetzt. Was halt geil wäre. Ja. Noch so ein fettes Fort Knox bauen, keine Ahnung. Was bauen wir als nächstes, Junge? Die Todesfalle oder suchen wir weiter in Höhle? Ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall in unserer Base gleich ein bisschen weiterbauen und dann machen wir uns aber in der nächsten Nacht auf dem Weg für die nächste Höhle. Aber jetzt erstmal zurück, schnell nach Hause! Kev, renn schon, der Verrückte. Wir müssen auch, wir brauchen noch einen Hasenkäfig. Die Hasenfalle hat nämlich schon wieder zugeschlagen. Ich brauche erstmal mehr Pfeile. Ich muss viel mehr Pfeile machen. Okay. Hallo! Und wir müssen, glaube ich, beide mal duschen gehen. Ja, du bist auch schon ziemlich blutig. Bei mir steht aber unten links nichts. Nicht? Das ist für mich okay, also. Alter, du blutest aber ganz schön überall. Aber wenn es für dich in Ordnung geht. Ja, Marvin! Da haben wir die Seilrutsche! Los, 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 los! Seilrutsche! Oh, ist das nicht schön? Lol. Oh. Drück das auf keinen Fall Shift, Alter. Das hat bei dir nicht ganz so funktioniert. Dann gehe ich jetzt nochmal schnell nach unten, werde eine Runde schwimmen und dann sage ich jetzt schon mal danke, Muchachos, fürs Einschalten. Nächste Folge gibt es dann wieder bei Kev. Nicht verpassen. Bis dann. Reingehauen.